Wir hatten uns auf die Preise geeinigt. Es war ganz schrecklich mit Herrn Vogel. Und hatten einen Pauschalpreis pro Kopf, was ich glaube 30.000 waren es oder 20.000. Und hatten wir uns geeinigt. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich zahle erst, wenn die Leute da sind. Nicht? Brauche ich nicht weiter zu erklären, warum. Und dann kam der Erste und dann kamen die anderen auch sukzessive. Und ich glaube, nach dem Vierten, der gekommen war, sagt dann der Vogel, so, jetzt muss ich Geld sehen, sonst gibt es also schrecklichen Kummer. Und alles ist kaputt. Und das war berechtigt, sie hatten geliefert und wir waren im Obligo. Und dann bin ich im Auftrag von Herrn Barzel zur Hauptkasse der Bundesbehörden in Berlin gegangen und habe dort gedeckt auf einen Schein von ihm, auf dem nichts weiter stand, hiermit bevollmächtige ich den Regierungsrat Ludwig Rehlinger, den Betrag von, weiß ich, 230.000 D-Mark abzugeben. Den habe ich da hingelegt, hatte natürlich vorher Bescheid gesagt, das war. Und ich sehe noch die Gesichter der Leute in der Amtskasse, die haben gesagt, hier gibt es eine neue Köpenick, ja oder nicht. Ja. Aber es ist gut gegangen, er hatte meine Sekretärin mitgenommen und wir zogen fröhlich ab. Und dann war die Frage, wie übergeben wir das Geld? Wir konnten es nicht überweisen, das war damals nicht möglich. Auf ein Schweizer Konto ging auch nicht, woran man natürlich gedacht hat. Und also es blieb nichts anderes übrig, man musste das Bar übergeben. Und wer macht das? Na, das muss ja einer machen. Also fiel es auf mich die Notwendigkeit, dieses in die Hand zu nehmen. Und da habe ich mir überlegt, wie machst du denn das? Und kam schließlich zu der simplen Geschichte, muss man eben persönlich übergeben. Also nahm ich mein Privat-Pkw und bin mit dem und dem Geld eingepackt in einen schönen großen Papierumschlag zum S-Bahnhof Lehrter Bahnhof gefahren, dem letzten Bahnhof vor der Grenze nach Ost-Berlin. Und es war unglaublich spannend, also jedenfalls habe ich es als spannend empfunden. Zu der damaligen Zeit gab es einen Boykott der S-Bahn wegen dem Bau der Mauer. Haben die West-Berliner die Ost-S-Bahn boykottiert und jeder wurde scheel angesehen, der damit fährt. Und dann stand an den Grenzbahnhöfen, wie Lehrter Bahnhof, der, wie es damals hieß, auch der Zoll und kontrollierte jeden, der da nach Ost-Berlin fuhr. Und ich habe gebibbert, kann man sich sicher vorstellen, wenn ich dort da hochgehe und der Zoll öffnet mein Köfferchen und findet diesen Riesenbetrag da, dass das ein dickes Hallo gibt. Gut, ich hatte natürlich einen Dienstausweis, aber das wäre in der damaligen Zeit schon eine tolle Geschichte gewesen. Naja, kurz zum Schluss, ich bin auf den Perron gegangen und habe dann dem Stange, der stieg in die S-Bahn ein und als die Tür zuging, habe ich ihm den Umschlag reingesteckt, sodass ich wusste, jetzt ist das Ding in Ost-Berlin. Wer es dort bekommt und was damit wird, das war mir nur egal. Und es ist ja dann auch gut gegangen, Stange hat es dem Vogel übergeben und der hat, ich weiß nicht, ich habe nie mit Vogel darüber geredet, was damit geworden ist. Ich nehme an, er hat es abgegeben wahrscheinlich. Und so hat das begonnen. Es war ganz spannend. Und es war dann bald klar, dass man bei größeren Beträgen das so nicht weitermachen kann. Und dann kam es zu der Ihnen ja bekannten Regelung, dass Waren geliefert wurden.